Herzlich willkommen zu meinem neuesten Unboxing-Video und heute präsentiere ich euch die Hellraiser Trilogie-Box von Turbine Medien. Ja, ich habe es natürlich auch bekommen. Leider hat mein Unboxing-Video, ja, es dauert etwas wieder ein bisschen bei mir, aber ich mache trotzdem ein Video, auch wenn jetzt schon 1 Million Videos da sind, da ich ja momentan so sehr Mediabooks mag und wie sie halt verpackt sind und so weiter, bin ich gespannt, wie diese Box ist, aber äußerlich macht sie schon etwas her mit dem Pinhead hier vorne drauf. Aber man weiß ja, außen kann der Schein immer trügen, ne? Hat man ja schon bei anderen Mediabooks gesehen. Wobei auch schon das Äußere manchmal richtig scheiße aussehen kann. Wir machen mal das gute Stück auf. Hier mit der Folie. Oh. Okay, es ist so in diesem, ja, wie soll ich das sagen, diesen Samt, Max, siehst du da, das Problem ist, das ist Abdrücke gefährdend, extrem, man muss da aufpassen bei diesen Dingens hier, wie ihr das hier vorne seht, es ist so wie die, ja, ich vergleiche das immer mit dieser Batman-Box, die habe ich auch hier, extra für mich, falls ihr das Video seht, hier diese Batman-Trilogie-Box, die hat auch so ähnlich wie diese Box hier, dieses, ja, was so samtartige, ich weiß nicht, so Marzipan-ähnliche, auch wenn es komisch klingt, keine Ahnung, fühlt sich das so an. Und ja, es sieht richtig geil aus. Ich sehe das jetzt hier gerade von der Kamera. Die Lampe leuchtet hier drauf. Ich sehe eigentlich direkt gerade auf die Box und ich sehe Pinhead hier nicht richtig, aber ihr seht den gerade genialst hier. Das sieht abgrundtief geil aus. Wie das Licht hier drauf scheint und wie die das da drauf gemacht haben, ist der Wahnsinn. Und ich sehe ihn eigentlich gerade nur so, wenn ich drauf schaue. Und ihr seht ihn schon richtig geil. Also es ist schon, das haben sie cool gelöst. Leider ist halt echtes sehr empfindlich. Man sieht halt alles, wenn man ein bisschen schon schwitzige Finger hat und alles. Und dann geht das schon halt drauf, ne? Cool gelöst ist auch, da ist ja auch der Würfel hinten drauf. Siehst du, es sehen halt, man sieht halt alle Fingerabdrücke. Das ist das Heftige. Deswegen bin ich überlegen, ob ich die Mediabox dann raushole und dann draußen lasse. Aber schauen wir einfach mal. Das sieht aber richtig cool aus. Dann haben wir hier noch den praktisch gesehen Spine. Ja, sieht auch sehr cool aus, dann stellen wir sie kurz mal hin. Und da haben wir die ganzen Bücher drin. Dann haben wir halt diesen Flyer von was halt alles drin ist und so weiter und so fort. Diese drei Bücher, einmal die drei Mediabooks in Filme, dann glaube ich noch ein Mediabook mit Bonus und dann nochmal ein Extrabuch. Ja, das müsste doch hier irgendwo stehen. Sehe ich jetzt gerade nicht. Egal, sehen wir ja dann. Und limitiert ist das gute Stück auch auf 2000 Stück. Ich habe die Nummer 1969. Geil, wäre 1990 gewesen. Das wäre doch richtig cool gewesen. Dann hätte ich ein, praktisch gesehen, ein Schmuckstück für, ja, meine Jahreszahl, ne? Auf jeden Fall schaut das schon jetzt sehr gut aus. Dann holen wir alles raus. Und, oh, da ist echt jede Menge Material zum Begutachten. Dann fangen wir natürlich an mit Hellraiser 1. Und ich finde das, ich muss weiter weggehen, ich finde das abgrundtief genial, das Motiv. Die haben das alte Motiv hergenommen von diesen ganzen VHS damals, Retro, ne? Und es sieht abgrundtief geil aus, muss ich sagen. Gefällt mir richtig gut. So sah das früher aus, die haben es halt Turbine, Video, hammergeil gearbeitet. Finde ich extrem klasse. Und jetzt schauen wir mal hier rein. Da haben wir zu einem die Blu-ray. Ja, er ist ab 16 runtergestuft, Leute. Ja. Und da haben wir halt, ich denke mal, das ist von Clive Barker irgendwie sowas geschrieben ist. Wie heißt es? Book of, keine Ahnung. Und dann haben wir halt hier das Mediabook. Das sind mal lauter Gedärme, was ich alles. Und dann haben wir hier so ein paar Bildchen. Und hier auch noch ein paar Bilder. Das sind alles nur Bilder diesmal hier drin. Aber wir haben extra noch ein Buch mit dem ganzen Stoff und ich finde, das ist schon genialer. Hier haben wir nochmal die ganzen Informationen, die Blu-ray-Ausstattung. Ist auch eigentlich ganz cool gelöst, wie sie das gemacht haben und gefällt mir richtig gut. Wir haben sogar auf der DVD, muss ich sehe ich gerade, haben wir das Bild in 4:3, also halt das alte Material. Finde ich eigentlich cool, wenn man das halt in Retro anschauen will, hat man das in 4:3. Da finde ich dann wieder eine DVD sinnvoll, wenn man es halt so, ja, Retro-like anschauen will, ne? Also das ist schon ganz cool, muss ich sagen. Und wir haben sogar auch noch jede Menge Bonus hier drin. Wir haben einmal Tonspur mit Soundeffekte und Filmmusik, ne? Audiokommentar vom Schöpfer Clive Barker, sowie Clive Barker und Hauptdarsteller Ashley Lawrence. Dann am Drehort Making of Hellraiser, Regie- und Darstellerinterviews, Blick zurück in die Hölle, Hellraiser, Dokumentation, Hellraiser Resurrection, Interviews,
Ashley, bla 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 bla. Also wir haben echt einige Extras. Dann haben wir auch noch Promotion, Archiv, Trailer, Show, TV-Spots und. Also Turbine lässt sich hier bei dieser VÖ echt nicht lumpen. Hut ab. Und wir machen weiter mit Hellraiser Hellbound. Oder eher gesagt Hellbound Hellraiser 2. Ein Film, der die tiefsten Ängste der Menschen freilegt. Vergesst Freddy. Pinhead ist der neue Held des Horrors. Cool gemacht, ehrlich, ich liebe diese Cover, die sind abgrundtief geil. Es ist matt gehalten, in einem schönen Druck, muss ich echt sagen, gefällt mir richtig gut. Dann haben wir hier das auch noch so stehen. Und dann haben wir hier wieder genauso wie bei dem anderen Titel halt so gestaltet wie damals, denke ich mal, wie die VHS. Ich habe die VHS nie gehabt, aber es sieht auf jeden Fall saucool aus. Das haben sie recht schick gemacht. Dann haben wir halt hier wieder einigermaßen fast dasselbe wie das andere. Ja, der ist ab 18, Leute. Ah. Und, ja, was ist das? Ach, das sind so, sind das so Rippen? Das sind Rippen, ne? Ja, sieht auch cool aus. Dann schauen wir mal innen rein. Da haben wir auch wieder nur, denke ich mal, Bilder. Aber eigentlich sehr cool gemacht, muss ich sagen, weil die haben ja einen extra Buchanteil, wo das dann alles drinne steht, denke ich mal. Schauen wir da einfach gleich. Und ich finde es schon sehr gut gemacht. Also, hammergenial, muss ich sagen. Schaut echt cool aus. Dann haben wir wieder die ganzen Informationen. Da haben wir auch wieder das Bild in 4:3. Und Deutsch haben wir sogar auf Blu-ray 5, TTS HDMI 5.1 und auch 2.0 Mono. Auch cool gelöst. Ich bin gespannt dann beim dritten, was dann da steht. So, dann haben wir noch Tonspur, bla bla bla, Audiokommentare wieder am Drehort, bla bla bla, bla bla bla. Wir haben echt wieder jede Menge Extras. Blick zurück in die Hölle. Also, es ist Wahnsinn, was da wieder an Bonusmaterial da ist. Sau stark. Wir haben wieder über 2 Stunden Bonusmaterial. Und hier sieht es, glaube ich, genauso aus wie vorne mit diesen Rippchen. Genau. Sau cool, muss ich sagen. Geile VÖ. Also, ich bin begeistert. Das Geld ist sie wert, muss ich sagen. Ich denke mal, Turbine wird es auch normal rausbringen für Leute, die jetzt nicht unbedingt sowas wollen. Da ist ja Turbine eigentlich recht cool. Ja, dann Hellraiser 3. Das Cover ist jetzt zwar auch das Retro-Cover. Zwar gefällt mir ein anderes besser von Teil 3, aber das sieht auch richtig cool aus. Der Albtraum beginnt vom neuen. Pinhead ist zurück. Hellraiser 3, der Top 10 Hit aus den USA. Schon cool gemacht von der VHS. Dann haben wir hinten das auch. Ein bisschen anders gestaltet, weil es anscheinend ein anderes VHS-Label war, denke ich mal. Ein bisschen anders. Und schaut auch recht cool aus. Haben sie schon geil gestaltet, muss ich echt zugeben. Dann haben wir hier auch wieder so Art Gedärme, ist auch wieder ab 18. Dann haben wir auch wieder so... Ja, was ist denn das? Ja, Gedärme, irgendwas Blutiges und halt die Schrift, denke ich mal, von Clive Barker. Was hat denn der geschrieben für ein Buch? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Und dann haben wir auch wieder lauter Bilder drin. Hier haben wir ja sogar, glaube ich, eine noch längere Fassung, als es sonst war. Und auch besser restauriert, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz täusche. Alter, das ist echt cool gemacht, also wirklich, wa? Ich bin jetzt nicht sicher. Auf jeden Fall haben wir hier Deutsch und Englisch TTS HDMI 5.1 und 2.0 Stereo. Und natürlich haben wir auf der DVD wieder das 4:3 Format, also Oldschool, finde ich cool. So, dann haben wir, was steht denn jetzt hier? Die Unrated-Fassung enthält Szenen, die nicht in der Kinofassung enthalten waren. Die Szenen existieren nur in 4:3 SD. So kommt es zu Sprüngen im Bildformat und der Bildqualität. Aber es wurde ein bisschen besser, glaube ich, restauriert als die Fassung, die wir damals bekommen bei der anderen Blu-ray. Und zusätzlich zur komplettierten deutschen Synchronfassung wurde für diese Edition eine Neusynchronisation mit Helmut Krauss, dem Pinhead-Sprecher aus Teil 1 und 2 angefertigt. Das finde ich ja gerade cool. Ich habe mir gerade vorhin nochmal den Trailer angeschaut zu dieser Box. Ach, ist das ein Gesicht? Nee, ist doch kein Gesicht. Habe mir gerade den Trailer nochmal zu dieser Box angeschaut und das fand ich echt genial. Hört sich richtig gut an. Und ja, ich freue mich schon. So, dann kommen wir zu dem Extra. Leviathan oder Leviathan. So kann man sie auch aussprechen. Die Geschichte von Hellraiser, Clive Barker, Salome and the Forbidden. Oh, wie war das richtig? Ja, ne? DVD und Blu-ray, die ganzen Extras. Nochmal eine richtig gute Hintergrundinformation. Im Style auch so gehalten vom Format her, wie die ganzen anderen Mediabooks. Finde ich saugut gelöst. Alter, auch eine coole Bedruckung. Ich muss echt sagen, oh Gott, jetzt kriege ich es gar nicht ab. Komm jetzt.
Turbine hat sie das echt richtig gut gemacht mit dem Design. Finde ich cool, schlicht und einfach. Manches aber auch richtig gut gemacht. Dann schauen wir mal innen rein. Sind das auch nur Bilder? Ich denke auch. Ja, wahrscheinlich immer nur Bilder. Hier sieht man das, wie alles gemacht wird und so. Sau stark. Ich bin echt gespannt. Würde ich mir auch mal irgendwann mal reinziehen. Ist ja echt heavy. Also vor allem damals wurde es richtig. Ich fand das Make-up überhaupt, die Effekte, Make-up und so weiter von früher, finde ich eh echt grenzgenial geil, weil es so viel echter manchmal rüberkommt. Na gut, es gibt auch Special Effects mit dem Computer, die auch gut rüberkommen. Da schaut euch mal das an, wie das ausschaut, verrückt hier. So, da haben wir einen Leviathan auf Blu-ray. Leviathan, die Geschichte von Hellraiser. Leviathan, die Geschichte von Hellbound. Hell on Earth, die Geschichte von Hellraiser 3. Und The Toy Maker, die Geschichte des Würfels. Wir haben da, boah, das ist gar nicht zusammengefasst, wie viel insgesamt. Wir haben da, sagen wir mal, 2 Stunden, 3,5 Stunden, 4 Stunden. Ja, um die 4 Stunden Bonusmaterial auf der Blu-ray sozusagen, Information. So, und dann haben wir noch Clive Barkers Frühwerke. Also es ist auch noch ein extra Dingens hier. Es ist nicht nur doppelt, dass ihr dann praktisch schon was anderes, das doppelt hier nochmal auf der DVD, sondern wir haben hier auch noch Salome inklusive Interview und The Forbidden. Also das sind Clive Barkers Frühwerke. Sind das so kleine Filme? Weiß ich jetzt nicht, habe mich nicht gerade genau informiert, aber ich werde da mal reinschauen und es schaut echt cool aus, muss ich sagen. Sau stark. Und jetzt kommen wir noch zu einem anderen Highlight. Hier haben wir noch ein dickes, fettes Buch. Beyond Hellraiser, die Entstehung der Filmsaga. Und halt im kompletten Style gehalten, wie die ganzen Mediabooks. Finde ich sau stark. Etwas dünner, aber ist ja komplett nur Buchanteil. Und das finde ich echt grenzgenial. Ey, das sieht fast so, als wäre es kaputt. Ich habe es wohl schon beanstanden. Ey, ist kaputt, da war das extra so gemacht hier. Wenn ihr das seht hier oben. Sau stark. Die Spieluhr, du hast sie geöffnet. Wir sind gekommen. Einfach genial. Also, da haben wir hier, Alter, wir haben 160 Seiten hier drin. Das ist doch mal grenzgenial geil. Also hier hat man echt viele Informationen und schöne Bildchen auch noch mit dahinter. Es ist so ein bisschen gezeichnet, Fotografie gezeichnet. Das ist, denke ich mal, Clive Barker, genau, und dann Pinhead. Also das haben sie echt cool gelöst. Praktisch gesehen die ganzen Mediabooks mit schönen 10 Bildern und dann ein extra Buch für das hier. Echt grenzgenial geil. Alter, ich werde jetzt nicht alles durchblättern. Ich werde jetzt so ein bisschen durchgehen, Leute. Wir müssen ja jetzt nicht alles... Ah, hier sieht man nochmal die ganzen anderen Filme. Auch noch. Sie ist ja richtig cool. Warte mal. Hellraiser Judgment ist, glaube ich, dann der, der noch rauskommt. Oh, der war ja komplett Grütze. Also die letzteren Hellraiser, die waren nicht mehr so gut. 1 bis 3 finde ich top. 4 ist auch noch in Ordnung. Deswegen ist er meine Sammlung. Aber der Rest ist für mich einfach nichts mehr. Der ist einfach... Nee, der ist einfach nichts mehr. Hier, Bloodline ist noch gut. Also das haben sie echt cool gemacht. Hier noch andere Bilder und so weiter hier drin. Sau stark. Hier sind die Synchronaufnahmen, wo sie dann gemacht haben. Ist ja echt heftig, dass sie das echt nochmal komplett überarbeitet haben. Grenzgenial. Grenzgenial geil. Ich bin gespannt, wenn ich mir die komplette Reihe nochmal anschaue. Das ist ja echt unglaublich, was sie da jetzt hier geleistet haben, Turbine. Also wirklich wahr, ich tue jetzt nicht alles hier zeigen, weil das ist so viel. Wenn ihr es nun genau wissen wollt, kauft euch diese grenzgeniale Box. Mir gefällt die saugut. Ehrlich, war eine Top-Box für, ja, 120 Euro. Ist zwar kein Schnapper, muss man sagen. Aber wenn man bedenkt, ja gut, früher die 3 Mediabooks, die ich gekauft habe, waren damals dann, sagen wir mal, 90 Euro. Und, aber hier hast du ehrlich, wirklich war so viel Arbeit drin stecken von Turbine Medien. Und ehrlich war, Leute, wenn ihr Hellraiser-Fan seid oder wenn ihr überhaupt diese Trilogie abfeiert, dann kauft euch die Box. Es lohnt sich. Ist ja auch nur auf 2000 Stück limitiert, wenn ihr unbedingt alles haben wollt. Wenn ihr einfach warten könnt, ja, ich will irgendwann halt die Blu-ray und so weiter, vielleicht nur in der MRA oder so, dann wartet einfach. Turbine, denke ich mal, bringt es auf jeden Fall raus. Irgendwann, wenn es abverkauft ist und dann könnt ihr es genießen. Gut, das war's jetzt von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Macht's gut. Ciao.